Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Sendung. Es war also lang erwartet, dieses erste Aufeinandertreffen zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Und wir fragen, wie war es denn? Das frage ich zwei Amerikaner. Ron Williams ist bei uns, Schauspieler und Biden-Unterstützer, und George Weinberg, Immobilienunternehmer und der Geschäftsführer der Republikaner in Deutschland, der Republikanischen Partei in Deutschland. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Also wie war es, Mr. Williams, dieses Duell? Als Sie mich deutlich laut das, was ich heute gehört habe und verfolgt habe, der Herr Trump hat sich selber ins Knie geschossen, wie er es oft macht, durch seine Art, seinen Gegner zu begegnen mit nur Lügen. Fast alles, was er gesagt hat, war Lügen, wurde fact-gecheckt. Selbst Chris Christie und Rick Santorum, ehemalige Republican Senatoren, haben gesagt, er hat sich da nicht Gutes getan heute Nacht. Und Biden hat nicht viel machen müssen, also präsidential auszuschauen. Der in Erwachsenen zu seinem Raum, das war er auch, weil nicht mal Barack Obama hätte sich ausgehalten, da eine Debatte zu führen gegen so einen polternden, leider Gottes unvorbereiteten Kandidaten, das heißt Präsidenten. Ich nehme an, Ihre Sicht auf das Duell ist anders. Ist ganz anders, selbstverständlich. Also viele haben überhaupt Zweifel gehabt, ob der Biden diese anderthalb Stunden durchhalten wird. Und ja, erstaunlicherweise hat durchgehalten. Er hat viele Fragen vom Präsidenten nicht beantwortet oder ausweichende Antworten gegeben. Und er war nicht der nette Onkel Biden, sondern er war ausfällig. Er hat den Präsidenten Clown genannt. Er hat ihm mehrmals gesagt, halt die Klappe. Und da kam richtig raus aus ihm, dass er eben nicht der liebe, nette Mann ist. Und vom Prinzip natürlich, da kam nicht viel raus. Inhaltlich meinen Sie? Inhaltlich, weil die Positionen waren von Anfang an klar und eindeutig. Was aber man eigentlich im Vorfeld über diese Debatte gesprochen hat und gedacht hat, wissen Sie, die ganze Debatte erinnert mich so ein bisschen an ein Fußballspiel zwischen Bayern München und einem Drittligisten. Wenn es um deutschen Pokal geht, Bayern München und der Drittligist haben 0-0 gespielt. Und dann heißt es natürlich wunderbar, der Drittligist hat es gewonnen. Also das ist ja eine stilistisch interessante Einlassung, weil wir gleich am Anfang, wir greifen uns zwei große thematische Punkte raus, aber der Stil der Debatte soll unser erster sein. Und falls Sie heute Nacht nicht wach waren, um 3 Uhr sind hier noch mal ein paar der Dinge zusammengefasst, die heute ziemlich einhellig in Amerika von links bis rechts als ja, das chaotischste Duell in der amerikanischen Geschichte genannt wurden. Sie waren einer der schlechtesten in Ihrem Uni-Jahrgang. Benutzen Sie nicht das Wort smart. Halt mal die Luft an. Wissen Sie warum? Es gibt nichts Smartes an Ihnen, Joe. Es ist hart, mit diesem Clown zu diskutieren. Ich sage Ihnen, Joe, Sie könnten diesen Job nie machen. Sie haben es nicht im Blut. Sie sind der schlechteste Präsident, den Amerika je hatte. Hey, Joe, hören Sie zu. In 47 Monaten habe ich mehr getan, als Sie in 47 Jahren. Halt die Klappe, Mann! Das Land wäre besser dran, wenn Sie sich weniger unterbrechen. Ich appelliere an Sie, Sir, das zu unterlassen. Er aber auch. Nun, Sie haben ihn öfter unterbrochen. Ja, das mag sein, aber er auch. Sir, weniger als Sie ihn. Herr Weinberg, Sie haben gerade gesagt, dass Joe Biden den Präsidenten beleidigt hat. Der Präsident hat aber ordentlich auch ausgeteilt. Er nennt ihn dumm, er sagt, er sei senil. Ist das eines Präsidenten würdig? Ja gut, also der Präsident wird attackiert seit der ersten Stunde, als der zum Präsident benannt worden ist. Wir haben alle in Erinnerung diese komische Untersuchung, Mueller-Untersuchung. Dann gab es diesen Skandal, in dem man den Richter Kavanaugh wirklich durch eine unglaubliche Schmach gezogen hat. Und letzten Endes ging es man versuchte mit Gewalt den Präsidenten entmachten. Das war diese Impeachment-Phase. So. Und dass er verärgert ist, das kann man nachvollziehen. Und
Der Trump ist nun mal Trump und wenn er eine, ich sag's mal, auf die Nase kriegt, dann schlägt er auch zurück. Umgekehrt, Herr Williams, tatsächlich sagt Joe Biden zweimal halt die Klappe. Ja. Er hat keinen Respekt vor dem Amt? Nein, keinen Respekt vor dem Mann, für den Amt ja. Wenn ein Präsident selber keinen Respekt vor dem Amt hat, wie Herr Trump es seit 3,5 Jahren beweist, dann kann man nur so reagieren. Ich bin erstaunt, dass Herr Weinberger in die Geschichte diesen Mannes... Weinberg. Herr Weinberger. Ich habe auch für Sie einen Geschäftsführer gesagt, Sie sind Sprecher. Ja, Herr Weinberger. Und er heißt Weinberg. Mein Landsmann. Sage ich nur, ich bin sehr überrascht, der ist ja nicht in der Lage zu verstehen, was dieser Mann für eine Geschichte hat, wie er mit anderen Menschen umgeht, wie er schwarze Abgeordnete ganz schlimme Namen nennt, afrikanische Länder Shithole Countries nennt, ein Mann, der bekannt ist, dass er seine Gegner beleidigt, persönlich, wenn es geht, möglichst. Der Mann ist nichts anderes, er gibt sich nicht anders als eine unerzogene Manboy mit 11 Jahren Gehirn. Der Mann ist leider Gottes unvorbereitet in diese Debatte gekommen. Er hat großen Schiss, dass er die Wahl verliert, denn selbst in Arizona ist er hinter Biden. In Texas ist ein knappes Rennen, alles rote Bundesstaaten, Florida auch knapp. Das heißt, er hat schon in den Battleground States, schon ist er im Hintertreffen. Wisconsin, Michigan ist er nicht mehr der große Sieger von 16. Und der Mann ist, leider Gottes, hat er sich entpuppt, wie das, was ich bei dir gesagt, bei Ihnen in der Sendung im Januar 16 gesagt hatte. Der Mann wird hier 4 oder 3,5 Jahren von nur schlechte Nachrichten und eine furchtbare Amtsführung bereiten. Ich ziehe einen Strich unter die Stilkritik und möchte nur gerne wissen, also Sie finden beide, dass jeweils der andere einen schlechten Stil hatte, ja, der eigene Kandidat aber alles richtig gemacht hat in dem Stil? Ja, nun, Herr ich Weinberg glaube, ich muss hier meinen Kollegen ein bisschen aufklären. In den 70er Jahren, und das kommt nicht von mir, sondern von seiner Vizepräsidentin, war der Biden gegen eine gemeinsame Schule der schwarzen Kinder mit den weißen Kindern. Das hat die Harris in der Debatte gesagt. Darf ich ganz kurz auf meine schwarzen Frage Kinder kommen? Oder die Schule Wir genannt. Reden gleich über den Rassismus. Meine Frage war Stilkritik. Glauben Sie, Ihr Präsident hat alles richtig gemacht, was die Stilfragen angeht? Wissen Sie, er ist nicht gewählt worden für seinen Stil. Er hat eine Kommunikationsart, die vielleicht diskussionsbedürftig ist. Aber er war sehr erfolgreicher Präsident. Und zwar in der ersten Phase von der Pandemie, in dem Amerika hat prosperiert. Da war die niedrigste Arbeitslosenquote seit 60 Jahren. Also Stil fanden Sie okay? Arbeitslosigkeit, kommen wir beiden, ja, Stilfrage, ja. Welche Note? Nein, er hat keinen Stil, das ist das Problem, das wird ihm vorgeworfen. Trump oder Biden? Herr Trump, Biden hat Stil immer gehabt, Biden ist ein empathischer Mensch, ein Mensch, der leider Gottes kein Obama, er ist kein großer Redner, aber nach über 40 Jahren im Senat, einer der besten Debate überhaupt im Senat, ein Mann, der 8 Jahre lang unter Obama große Verantwortung trug und sehr optimal gearbeitet hatte. Nur leider ist Trump leider ein Mann, der diesen Amt nicht versteht, zu kleiden. Er ist ein Mann, der sich überhaupt nicht weiß, was das heißt, Präsident zu sein. Ich stelle jetzt mal nach der ersten Runde fest, dass Sie beide ein bisschen ausweichend auf meine Fragen antworten. Ein bisschen wie das Duell gestern Abend, wo man auch das Gefühl hatte, das sind zwei Männer, die miteinander nicht ins Gespräch kommen. Wir reden über Inhalte, wir reden über tatsächlich die wirtschaftliche Bilanz dieses Präsidenten. Das war natürlich eine wichtige Frage. Also wie sieht das Land aus 4 Jahre nach Donald Trump? Wir hatten die beste Wirtschaft in der Geschichte, bis Corona kam, die niedrigsten Arbeitslosenzahlen, alles war gut. Unter diesem Präsidenten sind wir schwächer geworden, ärmer, gespaltener und haben mehr Gewalt. Also, wirtschaftliche Bilanz, Ron Williams. Tatsächlich gab es vor Corona einen ziemlichen Aufschwung in den USA. Ist das ein Pluspunkt? Nein, es gab unter Obama 8 Jahren einen Aufschwung. Okay. Und Trump hat das in Schoß bekommen und hat das in Weide geführt. Leider Gottes, aber seinen Aufschwung hat er nur dahin bekommen, indem er sehr wichtige Gesetzvorlagen oder sagen wir Executive Orders von Obama zurückgeführt hat. Das heißt, gegen Klimageschichten etc. Er hat dadurch Geld natürlich erspart für die Regierung, aber das Land in eine ganz schlechte Licht geführt, wenn es geht darum, Umwelt etc. Der Mann ist kein Vorreiter von positiven Ergebnissen, sondern ein Bluffer, ein Grifter, wie sagen in Englisch, ein Trickster. Und das war er schon als Geschäftsmann. Gut, also hat er den Aufschwung quasi von Barack Obama übernommen und einfach quasi in den Schoß gefallen weitergeführt? Ja. Das war die Frage. Ja, das stimmt natürlich nicht. Während der Präsidentschaft von Barack Obama sind die Arbeitsplätze verloren gegangen. Der Barack Obama hat klar und deutlich gesagt, dass die gewerblichen
Arbeitsplätze nach Amerika nie wieder zurückkommen. Der Präsident, also der Trump, hat hervorragende Bilanz. Die Börse hat es geboomt, die niedrigste Arbeitslosigkeit, auch bei den Afroamerikanern seit 60 Jahren, bei den Spanics, bei den Frauen und so weiter und so fort. Er hat 7 Millionen neue Arbeitsplätze geschafft. Er hat gewerbliche Arbeitsplätze zurück nach Amerika geholt. Amerika ist unabhängig, energieunabhängig geworden von der Welt. Und es hat, wissen Sie, auch zum Beispiel die Börse, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil viele Amerikaner haben ihre Ersparnisse bzw. ihre Renten in den Werten, den Börsewerten. Und wir sehen auch jetzt, dass die Economy wieder zurückkommt. Es sind wieder 10 Millionen neue Arbeitsplätze gekommen. Der Durchschnittsamerikaner hat mehr Geld in der Tasche, ungefähr 2.000-3.000 Dollar im Jahr. Also er hat das, was er versprochen hat, das Militär aufzurüsten, außenpolitische Erfolge und so weiter und so fort, alles gemacht, alles wirklich auch verwirklicht. Und Obama, lassen Sie mich bitte zu Ende sprechen. Lassen Sie doch mal, wenn wir über Trump reden, dann und nicht über dann, Obama, sondern... war der natürlich der Biden aus 47 Jahren politischer Beamte, hatte überhaupt nichts gemacht. Die einzigen Arbeitsplätze, die er geschafft hat, war für seinen Sohn Hunter und seine zwei Schwiegersöhne. Ja, das ist ja, Herr Williams. Herr Weinberger macht genau den Weinberg. Spiel. Herr Weinberger. Nein, Berg. Weinberg? Herr Weinberg. Ja, Weinberg. Herr Weinberg war der Verteidigungsminister. Ah, es war Kaspar, das war der andere. Ja, genau. Herr Weinberg. Herr Weinberg macht genau der gleiche Fehler wie sein Chef, sein Freund, Herr Trump. Er sagt Sachen, die nicht stimmen, aber er wiederholt sie so lange, dass man dann glaubt, dass sie wahr sind. Hat er nicht einen? Mehr Arbeitsplätze wurden von Obama in seiner letzten Amtszeit als Herr Trump in 3,5 Jahren. Das kann man nachgoogeln. Die Zuschauer sollen das googeln. Es stimmt leider nicht. Genau, und außerdem muss er zugeben, dieser Mann hat auch so politisch was erreicht. Er hat erreicht natürlich im Mittelosten, dass man in Jerusalem mit diesen neuen diesen Abkommen etwas Frieden hinbekommt. Das ist wunderbar. Sonst, was hat er gemacht? Atlantische Verbindung weg. Europa steht ziemlich allein da ohne amerikanische Unterstützung. Mhm. Im Osten hat er auch Japan, Nordkorea etc., also Südkorea zur Seite gelassen. Der Mann ist als Schauspieler, he's a pretender. He's pretending to be president, like he pretended to be a businessman. Er versucht, das zu spielen, Präsident. Ist aber nicht. Genau wie seine Steuergeschichten, Entschuldigung, 421 Millionen persönlichen Schulden hat diesen Mann. Und er will Präsident bleiben in 4 Jahren und diese Schulden sind fällig. Bilanz kam tatsächlich die Corona-Zeit, das wurde ja gestern deutlich gemacht, vor Corona, nach Corona, das ist ein unterschiedlicher Punkt, Herr Weinberg. Das Krisenmanagement von Donald Trump, er wusste von Anfang an von der Gefährlichkeit des Virus, hat sich aber entschieden, das nicht zu sagen, hat den Amerikanern am Anfang gesagt, es sei wie eine Grippe. Hat er damit Menschenleben auf dem... Also ich wundere mich, dass hier mein Kollege als Schauspieler als etwas Negatives bewertet. Ich finde, dass Schauspieler auch, die Frage da auch gute Menschen sind. Die Frage beantworten. Zu Ihrer Frage, ich war in den USA von Anfang Februar bis Ende Mai und habe die täglichen Konferenzen des Präsidenten sehen können im Fernseher. Es war um 6 Uhr über der örtlichen Zeit eine Konferenz. Er hat die Krise hervorragend gemanagt. Er hat eine Taskforce organisiert. Der Vice President Pence hat es übernommen. Mhm. Er hat sofort die Führer sämtlichen Unternehmen dazu geholt, um eben die Produktion von Materialien, die nicht da waren, anzukurbeln. Und nochmal, das, was Sie jetzt angesprochen haben, will ich Ihnen genau sagen. Es gibt Situationen, wo der Präsident oder ein Führer eines Landes Ruhe behalten muss. Und er konnte nicht nach vorne gehen und sagen, oh Gott, wir werden alle sterben. Sie haben die Situation bei Frau Merkel und bei Herrn Steinmeier, als es damals diese wahnsinnige Finanzkrise gab, die Frau Merkel vor die Kameras mit Steinbrück getreten ist und hat gesagt, Leute, eure Ersparnisse sind sicher.
Das war natürlich auch eine glatte Lüge, weil hätte die Finanzwelt die Kurve nicht gekriegt, hätten die ganzen Ersparnisse wären weg. Also, okay, das, ich, meine, ich halte das Argument. Politiker müssen beruhigen. Ich kürze es und das hat er gemacht, nichts anderes. Ist ein Argument, das ich gerne rübergebe. Ja, muss Politik, ja, ich muss auch sagen, manchmal beruhigen. Das stimmt natürlich vollkommen. Das stimmt nicht. Er hat in seinen Telefongesprächen 9,5 Stunden mit Herrn Woodward sogar gesagt, im März, bis Juni, Juli, in seinen Gesprächen, wie gefährlich dieser Virus war. Dass sogar Kinder seien da gefährdet, nicht nur Erwachsene. Dass seine Generation sei da gefährdet. Dass er im Oval Office bei einem Meeting mit 10 Menschen, einer hat genießt und alle haben den Raum verlassen. Er auch, sagte er. Und dann geht er vor seinen Leuten und sagt, es ist ungefährlich, es geht weg. Bis Ostern ist es weg, es verschwindet. Das hat nichts zu tun mit Panik machen, sondern die Wahrheit aussprechen. Ein wahrer Führer sagt die Wahrheit, auch wenn es weh tut. Ein Churchill, der hat Churchill auch falsch zitiert. Es hat nichts zu tun mit Angst machen. Der Mann hatte Schiss, dass wenn er zugibt, dass es da wäre, er hätte seine Fehler zugeben müssen. Er hat zu spät reagiert, hat Biden vollkommen recht. Er hat zu spät reagiert und er hat Blut auf seinen Händen. Und zwar Hunderttausende von Amerikanern starben, weil er nicht in der Lage war, seine Arbeit als Präsident ordentlich auszuführen. Darüber werden die Amerikaner wahrscheinlich dann abstimmen im November. Ja. Zweiter wichtiger Punkt in der Debatte. Und auch für uns wird sein, tatsächlich nach den Unruhen, die wir gesehen haben in den letzten Monaten, war natürlich Rassismus ein großes Thema in der Debatte. Das ist der Vorwurf von Biden gewesen gegen Donald Trump. Ja. Dies ist ein Präsident, der seine Worte wie eine Hundepfeife benutzt, um rassistischen Hass und rassistische Spaltung zu erzeugen. Was meint er mit Hundepfeife? Wenn ein Politiker etwas sagt, was eigentlich bestimmt ist für eine ganz bestimmte Klientel, seines, aber er sagt das so, dass nur die das verstehen können. Zum Beispiel, wenn Trump seinen Leute da bei großen Rallies gesagt, ihr wollt doch nicht, dass diese Leute in eurer Nachbarschaft eine Wohnung kaufen oder ein Haus beziehen, oder? Dann gehen die Preise eurer Häuser runter. Das wollen wir doch nicht, oder? Dieser Leute meinte natürlich schwarze Amerikaner. Er ist ein Rassist. Er ist nicht der Erste. Nixon war einer, Ronald Reagan war einer, Woodrow Wilson war einer. Mhm. Aber kein Präsident hat so deutlich und so laut in die Kamera öffentlich seinen Rassismus so vorgetragen wie ein Herr Trump. Er hat, Moment, darf ich nur, der Mann redet lange, ich möchte nur eine Sache sagen. Er hat in dieser Debatte sogar gesagt, das hören Sie zu, das ist wahnsinnig. Die Unterricht von amerikanischen Kindern über Sklaverei und die Entstehung von Rassismus in Amerika und der Kampf dagegen von schwarzen Amerikanern sei unamerikanisch und sei nichts anderes als gefährliche, revolutionäre Propaganda. Mhm. So, ist das ein Rassist oder ist das ein Menschenfreund? Darf ich was dazu sagen? Immerhin, der Herr Williams hat 3 Minuten gesprochen. Haben Sie auf die Uhr geschaut? Auch diese 3 Minuten nehmen. Ehrlich gesagt, Sie sind beide ziemlich gleich lang, aber sehr gerne. Ist Donald Trump ein Rassist, war die Frage. Ja, absolut nicht. Kein anderer Präsident hat für die Afroamerikaner so viel gemacht wie der Donald Trump. Bill Clinton. Er hat die Justizreform durchgesetzt. Damit werden die Afroamerikaner, viele Afroamerikaner werden aus den Gefängnissen entlassen. Man begleitet die, man gibt den aus. Seien Sie bitte jetzt, lassen Sie mich bitte zu Ende sprechen. Hat das Wort. Reine Propaganda. Sie dürfen gleich. So, er hat diesen Leuten die Zukunft gesichert. Er hat ein Programm, das nennt sich Opportunity Zones. Das ist ein Programm, wo 700 Milliarden Dollar in die Sanierung von vernachlässigten Städten fließen. Er hat die Finanzierung von schwarzen Colleges erhöht. Er hat sehr viel für die Afroamerikaner gemacht. Kein anderer Präsident hat so viel für die Afroamerikaner gemacht. Und er hat eine sehr große Wählerschaft bei den Afroamerikanern. Und im Gegensatz zu dem Herrn Biden, der nach wie vor im Grunde Rassist ist, indem er sagt, jemand, der für mich nicht wählt, kann kein Schwarzer sein. Und in der Öffentlichkeit mehrmals Ausrutscher gehabt, indem er sagte, na ja, die schwarze Bevölkerung ist relativ einfach, die sind einfach gestrickt. Die spanischen Amerikaner sind viel, viel komplizierter, differenzierter. Also sagt mit anderen Worten,
die Schwarzen sind einfach dämlich und die Spanier sind intelligent. Also Biden ist der Rassist und Trump ist es nicht. Ja, natürlich ist er Rassist. Er war in den 70er, 80er Jahren. We don't rent to Negroes. Wir verkaufen nicht an Negern. Sein Vater Fred Trump war bekannt als Rassist. War bezahlender Ku Klux Klan Menschen. Hör auf. Vielleicht können wir die Frage ja nicht klären. Aber weil Sie ja Rassismus kennen. Sie sind ja 1960, glaube ich, haben Sie in der Militär-Polizeiausbildung in Georgia gemacht. Sie haben Rassismus in den USA erlebt. In Georgia, in Virginia, in Los Angeles. Ich glaube, Sie sind sich einig darin, in dieser Sache, dass man sagt, Rassismus ist ein Teil der amerikanischen Geschichte. DNA. Die Frage, die wirklich wichtig ist, ist das Problem unter diesen 4 Jahren Donald Trump schlimmer geworden oder nicht? Schlimmer geworden, weil er eben diese Politik betreibt, was auch Nixon getan hat, und zwar diese Keil zwischen Weiß und Schwarz immer wieder treiben, damit er die schwarzen Wähler von den Wahlurnen weghält. Mhm. Nicht die Republikanische Partei hat seit Jahrzehnten immer versucht, das zu verhindern, dass Schwarze wählen in Georgia, in Ohio. Die Beweise sind da, Tatsachen. Und Biden hat, entgegen was diesen Mann hier behauptet, ist kein Rassist. Er war einer der stärksten Kämpfer für Bürgerrechte, schon als junger Senator. Den Einsatz nur, hat er gesagt, nur eines hat der Herr Trump bewiesen in seiner Politik als Immobilienmensch. Er hat in Schwarzen nicht erlaubt, in der Wohnung zu wohnen. Mhm. Frag Mary Trump. Lies das Buch von Mary Trump. In den 80er Jahren hat Biden die Schwarzen Raubtiere genannt. Er hat die Schulen als Dschungels bezeichnet in 70er Jahren. Sie waren auch leider. Lassen Sie mich doch bitte zu Ende die Sache sagen. Aber wenn Sie lügen mag ich nicht. Wenn Sie lügen, ist es nicht. Haben Sie beiden das also Gefühl, bitte respektieren Sie meine Meinung. Ja, aber die und lassen Sie bitte diese Unterstellungen die lügen. Mit lügen. Weil ich sage Ihnen auch nicht, Rassist. Ob Sie lügen oder nein, nicht aber lügen. Dies ist ein Lügen. Lassen Sie das bitte. Ja? Herr Weinberg, Herr Williams, haben Sie das Gefühl, diese beiden Seiten von Amerika, die wir beide jetzt bei Ihnen beiden ziemlich klar sehen, werden irgendwann mal wieder miteinander ins Gespräch kommen können, ohne sich gegenseitig? Ja. Wenn sprachen Sie mich oder jetzt soll er jetzt wieder antworten? Ich würde Sie beide gerne fragen. Ja, also ich würde gerne antworten. Mhm. Die beste Vereinigung der Menschen in Amerika ist eine gute Situation, ökonomische Situation in Amerika. Dann reden Sie beide auch. Wenn die Schwarzen Jobs haben, wenn sie sich bilden können und so weiter und so fort, dann ist das die beste Lösung. Ja. Übrigens, Rassismus und Xenophobie, Antisemitismus und Homophobie existiert in den Köpfen der Menschen. Und zum Beispiel der Donald Trump vor der Vorversammlung hat 61 Länder in der Welt dafür, ich sag's mal, angeklagt, dass es eben dort Homosexuelle verfolgt werden und keine Rechte haben. Also er ist ein Kämpfer, er ist ein Kämpfer für Schwarze, er ist ein Kämpfer für alle Amerikaner. Und ich habe es verstanden. Er hat auch jetzt auf der Agenda die Antifa, aber auch Ku Klux Klan zu verbieten. Nee. Übrigens, Ku Klux Klan war ein Teil der Demokraten. Das wollte ich Ihnen sagen. Nein, bitte. Ja, also, die Demokraten noch rassistisch. Die Frage war tatsächlich, wann kommt Amerika und der wieder Lincoln zusammen? War sobald, nämlich derjenige, bitte, das bitte. War ein Republikaner, ja, aber der nämlich die Sklaverei abgeschafft Herr Weinberg, hat. Das bitte, müssen Sie bitte auch bedenken. Herr Weinberg, darf ich Sie bitten? Die Partei war anders unter Lincoln. Seit Roosevelt, Kennedy gibt es eine andere demokratische Partei. Herr Williams, wann kommt dieses Amerika, was Sie wenn beide... Wenn der Krebsrassismus endlich mal ehrlich und offen angesprochen wird. Mhm. Und wenn man aufhört, wie Herr Weinberg dauernd das tut und die Republikaner immer und Herr Trump sowieso, Rassismus immer als was gar nicht so wichtig aber ist. So umgekehrt, es ist zwar, darf ich mal eins sagen? Er sagt, es gibt keinen systemischen Rassismus in Amerika. Es gibt sie. Das ist leider das sind Tatsache. Ich habe eine Frage. Umgekehrt ist es doch so, egal was Donald Trump sagt, Menschen wie Sie finden nichts von dem, was er macht, richtig. Habe ich nicht gesagt. Nein, also mich würde das wirklich interessieren, weil ich verstehe es nicht wirklich. Ich merke nur, dass die Fronten so verhärtet sind, dass man nicht mehr weiß, ob man miteinander... Wenn er die Umweltordnung von Obama wegmacht,
finde ich nicht gut. Ja. Wenn er die Verbindung zu Europa, zu Deutschland zerstört, finde ich nicht gut. Das ist natürlich nicht gut. Ich finde wenig an seiner Politik gut. Aber eines muss ich sagen, Rassismus ist das übelste Problem der USA. Und solange ein Trump es immer wieder leider Gottes versteckt oder leider Gottes nicht so oft versteckt, nicht anprangert, wird es nicht vorbei sein. Es wird immer das Problem sein. Und Herr Weinberg, warum sind so wenig Schwarze wählen diesen Mann? Die Mehrheit der Schwarzen und Braunen wählen Biden. Das sehen wir in alle, sogar wir werden Fox es sehen. News. Ron Williams, wir werden es sehen, wer tatsächlich im November wählt. Das können wir jetzt nicht vorwegnehmen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute uns einen Einblick gegeben haben in ein, muss ich jetzt einfach sagen, zutiefst gespaltenes Land, zutiefst gespaltene Debatte. Vielen Dank, George Weinberg. Herzlichen Dank, Ron Williams. Danke, dass Sie meine Gäste waren. Ja.